Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 76. Episode der Kirchensprache am 5. Juni 2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Wir wünschen Ihnen frohe Pfingsten. Mit dem Pfingstfest schließt sich auch der Osterfestkreis und von den Gottesdiensten her wechseln wir auf die normale Jahreskreisliturgie. Aber schon bald haben wir Fronleichnam, das am 60. Tag nach Ostern gefeiert wird, dazu später etwas mehr. Die Pfingstkollekte in den Kirchen steht unter dem Leitwort »Dem glaub ich gern, was Ost und West verbinden kann«. In dieser Woche beginnt auch die Sommersammlung der Caritas. Das Motto benennt klar, wo wir in der Caritas stehen, auf der Seite der Armen. Teilweise sind Sammlerinnen wieder unterwegs, wie in St. Mauritius, teils bitten wir um Abgabe der Spenden in den Büros oder durch Überweisung. Für die Flüchtlingshilfe Ukraine wurde in St. Michael 691,69 Euro gespendet. Herzlichen Dank dafür. Und die Frauengemeinschaft St. Ludwig bedankt sich für die zahlreichen Lebensmittelspenden für die Tafel. Montag um 17.30 Uhr ist wieder Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Mittwoch um 8.30 Uhr ist die Messe der Frauengemeinschaft St. Mauritius, im Anschluss daran Kaffee trinken mit Pater James. Um 18 Uhr ist ökumenisches Friedensgebet in der evangelischen Johanneskirche Laggenbeck. Donnerstag um 19.30 Uhr trifft sich der Gemeindeausschuss St. Michael und in St. Johannes Bosco ist die Mitarbeitersitzung der KAB. Nächsten Samstag um 15.30 Uhr startet die KAB St. Maria Magdalena um 15.30 Uhr zu einem Besuch von Pötters Garten in Mettingen. Am Samstag um 19.30 Uhr ist eine Aufführung von der Passion auf der Freilichtbühne Amsen. Die Frauengemeinschaft St. Barbara startet dazu um 17.30 Uhr in Fahrgemeinschaften. Am nächsten Sonntag ist von 15 bis 17.30 Uhr wieder das Klöncafé in St. Michael geöffnet. Das Kuchenthema im Juni: Erdbeeren, Rhabarber und Co. Die Gruppe alleinlebender Frauen 65+ trifft sich am nächsten Sonntag um 17 Uhr an der Ludwigkirche. In Fahrgemeinschaften geht es zuerst zu einem Friedensgebet nach Dörente, St. Modestus. Anschließend fährt die Gruppe zum Restaurant an der Blankenburg zum Spargelessen. Ich bin Pastoralreferentin Marie-Ele Klüppel-Neumann, Kontaktperson des Seelsorgeteams für Dörente. Zu Fronleichnam wird es in Dörente eine Premiere geben. Statt der Prozession um die Kirche wird die Monstranz mit der Hostie mit einer Kutsche in die Siedlungen gefahren. Diese Idee kommt von Pastor Paul Kodanur. Während der Pandemie gab es Bedenken wegen Menschenaufläufen. Jetzt möchten wir es gern probieren. Die Zeiten sind geschätzt, da es keine Erfahrungen gibt, wie schnell oder langsam es mit der Kutsche geht. So ist der Ablauf geplant. Um 9 Uhr geht es von der Modestuskirche los, mit Begleitfahrzeugen zum Wasserwerk. Gegen 9.15 Uhr soll dort die erste Station bei Nitit Elfering sein, mit einer kurzen Andacht und Segen, organisiert von Josef Niemann. Von dort geht es weiter über die Straße zum Fenn zur zweiten Station am Spielplatz Lotzenweg Blankenburg, gestaltet vom Kindergarten mit Manuela Brockmeier gegen 9.40 Uhr. Die letzte Station ist um 10 Uhr auf dem Reitplatz. Mit einer heiligen Messe, vorbereitet von Ehepaar Schulte, endet die Fronleichnamskutschenprozession. Hallo, mein Name ist Markus Bischof Wittrock aus der Ludwiggemeinde. Endlich! Unsere Ludwiggemeinde feiert am 16. Juni an Fronleichnam ihr 50. Gemeindefest. Und weil wir 2 Jahre wegen Corona darauf warten mussten, steht es unter dem Motto Ludwiggemeinde 50
2.0. Doch 2.0 deutet auch auf ein Update hin. Und so ist es auch. Gestartet wird wie immer um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Kirchplatz. Musikalisch begleitet von den Liederlichen. Doch dann heißt es bis 14 Uhr Spiel, Spaß, Gemeinschaft. Euch erwarten neue spannende Spielideen, die jung und alt, groß und klein in Bewegung bringen. Zum Beispiel mit Super Mario oder besser Super Martin, das spannende Bobbycar-Rennen, bringt die Reifen zum Qualmen. 10 Spielideen, die alle ihren Reiz haben. Eine spannende Auktion steht genauso auf dem Programm wie eine Ausstellung zum Ehrenamt. Natürlich ist für Getränke in Flaschen, Cocktails und auch Pommes und Würstchen gesorgt. Also, einfach Termin vormerken und dann einfach mitmachen. Es lohnt sich. Kinderferienspiele. Start in die Ferien. Der kalendarische Sommeranfang hat begonnen und die Ferien werden erwartet. Die Stadt macht Ferienangebote und auch die Kirchen bringen sich ein mit Ferienfreizeiten außerhalb von Ibbenbüren und für daheimgebliebene Kinder. Am Montag, 27. Juni, möchte ich von 15 bis 17 Uhr mit etwa 10 Grundschulkindern eine Waldentdeckungstour machen, mit Spielen im Wald. Wir starten am Pilz, am Wanderparkplatz, mitten im Brochterbeck. Bitte festes Schuhwerk und eine Picknickdecke mitbringen. Ein Imbiss ist eingeplant. In Brochterbeck möchte ich mit etwa 10 Grundschulkindern eine Alpaka-Wanderung machen. Ewald Kluck wird mit uns und mit Vasco, Peter Pan, Al Capone und Magnum am Dienstag, 28. Juni von 15 bis 17 Uhr losziehen. Natürlich gehört auch ein Picknick dazu. Beide Angebote finden nur bei gutem Wetter statt und es ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich. Bitte per E-Mail an meine Adresse klüppel-neumann@bistum-münster.de finden Sie auf unserer Homepage und bei Nachfragen im Pfarrbüro. Und zum Schluss die Predigt von Wilfried Prior am Vorabend von Pfingsten. Heute ist der Vorabend von Pfingsten. Und die Tage seit Ostern haben es wirklich in sich gehabt, schon damals. Jesus ist weg. Er ist gestorben. Die Jüngerinnen und Jünger sind vor Trauer und Verzweiflung ganz starr. Und dann, Jesus ist auferstanden. Die Frauen, die haben es zuerst verstanden. Der Zweifler hat ihn gesehen und gespürt. Und Jesus war in der Mitte der beiden, die nach Emmaus weglaufen wollten. In Galiläa haben sie ihn gesehen und mit ihm gegessen. In der Heimat. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Trauer, Schmerz, Verlust, Hoffnungsschimmer, Erkennen, Freude, Fassungslosigkeit, Glück. Und dann die Erfahrung von Himmelfahrt, Abschied, Entgrenzung. Ihr Männer und Frauen aus Galiläa, was schaut ihr nach oben? Fragt der Engel. Zurück in Jerusalem wissen die Jüngerinnen und Jünger nicht, was das alles bedeuten soll. Ich stelle mir vor, wie sie sich versammeln. Sie verstecken sich. Sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Wahrscheinlich haben sie viel geredet. Sie werden sich erinnert haben, was hat Jesus genau gesagt? Was hat er getan? Was hat er gemacht? Welche Erfahrungen haben wir mit ihm gemacht? Sie werden sich gewärmt haben an diesen Erinnerungen. Weißt du noch?
Sie werden den Verlust gespürt haben. Sie werden sich allein gelassen gefühlt haben. Ja, Jesus war auferstanden, aber jetzt ist er weg. Sie fragen, was sie jetzt tun sollen. Sie fragen, was Jesus getan hätte, was er ihnen gesagt hat. Sie feiern das Mahl miteinander, so wie wir heute. Sie spüren seine Gegenwart. Sie ersehnen seine Gegenwart. Und immer noch verstecken sie sich, bleiben zusammen, hüten das Geheimnis. Irgendwann begreifen sie, dass das nicht ihr Weg sein kann. Denn Jesus wollte kein Geheimnis, kein Versteck. Im Gegenteil, Jesus wollte die Menschen und die Welt retten. Und sie erinnern sich daran, wie er gehandelt hat. Bestimmt haben sie sich gegenseitig erzählt, wie Jesus gepredigt hat. Wir haben es eben im Evangelium gehört. Was ihr den geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann, unter diesen schwierigen Umständen, geschieht das, was wir als das Pfingstwunder kennen. Plötzlich sprechen die Jüngerinnen und Jünger alle Sprachen und sie verstehen alle Menschen, so berichtet es die Apostelgeschichte. Ich habe ehrlich gesagt Zweifel, ob wir den Bericht so richtig verstehen. Ich glaube nicht, dass die Jüngerinnen und Jünger plötzlich andere Sprachen sprechen konnten. Ich stelle mir vor, es geht beim Pfingstwunder nicht um Grammatik und Bedeutung, um Vokabelkenntnis oder fremdsprachliche Beredsamkeit. Aber was ist damals passiert, dass man später von diesem Wunder erzählt hat? Ehrlich gesagt, wie immer beim Geist, wir wissen es nicht. Die Bibel erwähnt den Geist, das Brausen, das Feuer, die Sprachen, die Geistkraft Gottes, aber sie bleibt sehr vage in der genauen Beschreibung. Wir können nur indirekt erschließen, was Menschen tun, die aus der Geistkraft Gottes handeln. Im heutigen Text aus dem Matthäusevangelium wird genau das beschrieben. Mit der Geistkraft Gottes erfüllte Menschen geben Durstigen zu trinken. Sie bekleiden Nackte, sie nehmen Fremde auf. Sie lassen Kranke und Gefangene nicht allein. Sie erkennen Not. Sie haben Interesse an anderen Menschen, an ihrem Leben, an ihrem Leid, an ihrer Not, an ihrem Wohlergehen. Vielleicht ist es das, was an Pfingsten passiert ist. Die Jüngerinnen und Jünger haben endlich verstanden, wie Jesus gehandelt hat. Zuhören, verstehen, sich für die Menschen interessieren, ihre Not sehen, Anteil nehmen an ihrem Leben. Das hat dazu geführt, dass sie ihre Sprachen sprechen konnten. Sie haben zugehört. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, vielleicht erinnern Sie sich noch an den, der hat das mal beschrieben in einem Gedicht und das heißt Anteilnahme. Erkundigen wir uns, meine Freunde, jeder ist doch froh, wenn man Anteil nimmt. Ganz egal, ob er nun groß oder klein, dick oder dünn, berühmt oder unbekannt ist. Die meisten Menschen, wir alle, brauchen das. Wir brauchen, dass mal jemand kommt und nach uns fragt, nicht wahr? Denn nach den meisten Menschen fragt doch kein Mensch. Viele blühen dann doch erst richtig auf, wie ein Honigkuchen-Lipizzaner. Und wenn man sie fragt, was sie dann so machen, wenn man sich für sie interessiert, da können Sie mir sagen, was Sie wollen. Alle Menschen werden im Augenblick ganz andere Menschen, wenn sie merken, da ist plötzlich jemand, der sich für Sie interessiert. Plötzlich sieht der ganze Tag völlig anders aus, viel heller, obwohl es regnet, weil man auf einmal von sich erzählen darf. Und dann muss man einfach zuhören. Das ist übrigens das Wichtigste.
zuhören können, den anderen einfach mal alles erklären lassen. Ich habe das regelrecht üben müssen, muss ich zugeben. Man hört sich ja auch so gern selbst reden. Aber jetzt ist mal der andere oder die andere dran und der ist ganz überrascht. Das habe ich ja noch nie erlebt oder selten. Ich lasse mir oft von Leuten ihren Beruf haarklein erklären, obwohl ich gar nichts davon verstehe. Aber der andere erklärt mir dabei sein ganzes Leben. Und ich sehe, wie er immer leidenschaftlicher wird. Vor einer halben Stunde war er noch apathisch und verbittert und seine kleine Frau saß ganz klein und schüchtern neben ihm. Und jetzt sind beide nicht mehr zu bremsen. Sie erzählen und erklären und beschreiben und machen und tun, bloß weil jemand gesagt hat, wie geht's Ihnen? Und was machen Sie? Erzählen Sie doch mal. Sie müssen das, meine Freunde, auch mal machen. Auch wenn Sie nicht gleich sämtliche Völker der Welt erreichen, probieren Sie es mal aus. Wenn Sie wieder einmal demnächst hier und da in Gesellschaft sind oder egal wo, gehen Sie einfach mal auf den Stillsten, auf die Schüchternste zu. Fragen Sie, was beide so machen und dann lassen Sie sie erzählen. Heute hier, morgen zwischen Moskau und Kiew, übermorgen auf der ganzen Welt. Beginnen wir, meine Lieben, mit unserem Weg, nämlich bei uns selbst. Vielleicht ein bisschen viel verlangt, so früh am Abend, so spät am Abend. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Soweit Hans-Dieter Hüsch. So stelle ich mir das Brausen von Pfingsten vor. Das, was die Jünger getan haben. Menschen suchen, sie ansprechen, zuhören. Das kann auch heute geschehen, durch uns. Sehen und wahrnehmen, interessieren, versuchen, andere zu verstehen, nicht immer selbst Recht behalten wollen. Erfahrungen ernst nehmen und wertschätzen. Die Perspektive, die Sprache der anderen lernen. Ich glaube, das ist Jesu Weg. Dem können wir vertrauen und der Kraft seines Geistes, der uns erfüllt. Gott ist auf unserer Seite. Das ist Pfingsten. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.